kommen wir zum zweiten, aber eigentlich entscheidenden Teil für die Aktuelle Stunde, nämlich die kriminelle Vereinigung. Und jetzt komme ich zum Polizeifachhandbuch, das habe ich Ihnen mal mitgebracht, weil danach bewerten ja Polizisten beispielsweise, ob eine kriminelle Vereinigung gegebenenfalls vorliegen könnte. Lesen wir also beim Tatbestand des 129 StGB in den Erläuterungen. In den Erläuterungen, so handelt es sich im Folgenden um wörtliche Zitate aus dem Polizeifachhandbuch. Kriminelle Vereinigung, ein auf eine gewisse Dauer angelegter, freiwilliger, organisatorischer Zusammenschluss. Ich würde sagen, check. Gemeinsame Zwecke verfolgen und unter sich derart in Beziehung stehen, dass sie sich als einheitlicher Verband fühlen. Ich würde sagen, check. Eine solche Vereinigung wird zu einer kriminellen Vereinigung, wenn ihr Zweck und ihre Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen. Check. Ausschlaggebend, ob diese Zielrichtung vorliegt, ist der Wille der maßgeblichen Funktionäre der Vereinigung. Wenn ich an die vielen Talkshows denke, check. Und auch hier nochmal wunderbar passend, die Straftaten brauchen nicht das Endziel, der Hauptzweck oder die ausschließliche Tätigkeit zu sein. Check. Es geht weiter. Täter des 129 StGB ist zunächst derjenige, der eine solche Vereinigung gründet, weiter aber auch Personen, die sich an der solchen Vereinigung als Mitglied beteiligen und, hören Sie zu, für sie werben oder sie unterstützen. Check. Ich würde mal zusammenfassen, der objektive Tatbestand einer kriminellen Vereinigung liegt mindestens so weit vor, dass ein berechtigter Anfangsverdacht gegeben ist. Ob das wirklich so ist, müssen Gerichte entscheiden. Aber die Polizei und die Staatsanwaltschaften, die haben erstmal alles richtig gemacht.